trist, wo du jetzt auch bist. Das, was war, scheint ewig lange her. Das war unser Spiel, unser Vorhang fehl. Geschichte bleibt, die nimmt uns keiner mehr. Es ist schon lange her. Es war schön, einfach schön. Wenn gütig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Liebe findet blind, fällt irgendwo hin, steht auf und geht, der Traum von ihr bleibt da. Das Leben spielt auf Zeit, kommt, tötet und heilt, das, was war, ist unveränderbar. Und mir wird wieder klar, es war schön, einfach schön. Endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen. Was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Durch all die Freude und all die Tränen, ich werd den Weg immer wieder mit dir gehen. Es war schön. Mehr wissen als wir und die reagieren gerade so glücklich, also es ist wirklich eigentlich nur eine kleine Koketterie mit dem Namen, mit dem Titel des Albums, es war schön, also ihr macht weiter, ja? Wir machen auf jeden Fall weiter, es war nur so, als wir den Titel bekannt gegeben haben, haben einige Leute gedacht, das war's und das war dann sozusagen ein Selbstläufer, das haben die Medien aufgegriffen. Aber man sieht, wir sind noch quicklebendig. Na, ein Glück. Genau. Aber also, PR schadet ja auch nichts, ne? War clever. Wir haben keine mit dem PR, nein. Ihr Lieben, also eure Akustiktour geht dann sozusagen auch weiter? Die geht weiter bis in den Mai hinein. Das Besondere daran ist, dass wir unsere Kinder, einen Teil unserer Kinder mit dabei haben. Wer alles? Und Andi, dein Sohn? Andi, wer beinahe dein Schwiegervater geworden? Ja? Ich weiß. Er hat mich doch verlassen. Also ach, Entschuldigung, so, wollen wir jetzt nicht davon anfangen. Klaus, deine Söhne kommen auch mit? Einen habe ich. Ach, du hast ja nur einen, Entschuldigung. Nicht nur, aber der hat es in sich, der zählt für zwei eigentlich. Peter, Henne? Kommt der mit? Der macht hier Sport. Ach, der macht Sport. Ja, also die ganze Familie ist dabei. Wir sind alle musikalisch tätig. Toll. Und
Deine Tochter ist noch zu klein, aber die geht bei der nächsten Tour, kommt die mit. Zu klein ist gut, die wird so, ist fast so groß wie du. Nein, so schnell. Ja, jetzt sagt mir doch mal, Jungs, was ist das Besondere am Chemnitzer Publikum? Also ich kann erstmal sagen, dass wir hier sehr oft waren. Wir haben unser 15-jähriges Jubiläum hier gefeiert und haben unser Live-Album gemacht. Ich glaube, wir haben sechsmal hintereinander am Tag zwei Konzerte unsere Platte live in Sachsen. Und wir kommen immer wieder gerne nach Sachsen. Die Stadthalle ist eine wunderschöne. Ja, ist das schön. Danke euch, die Pudis. Wir danken dir auch. Ja.